Ach ja, diese Charaktere. Einfach wunderschön. Und da fahren wir mit einem Waschzuber zur Toda-Insel. Zum Toda-Geysir. Whatever. Wir sind endlich da. Das war lustig, nicht wahr, Lloyd? Als Wasser hineinschwappte, dachte ich, wir würden sinken. Hier, Professor Rain. Ah, richtig, danke. Das war ein ungewöhnliches Erlebnis. Ja, das kann man ruhig so sagen. So, noch einmal ein Speicherpunkt. Und zum Toda-Geysir. Wir werden uns auch wieder alles angucken, würde ich mal sagen. Geradeaus, Toda-Geysir. Wow, dieses Schild war ja mal gar nicht unnötig. Wow. Lloyd, ein Geysir ist so etwas ähnliches wie eine heiße Quelle, aus der in bestimmten Abständen heißes Wasser mit Druck herausschießt. Ja, das weiß ich. Auserwählte? Das Zeichen dort, bei dem Aussichtspunkt. Was ist mit dem Zeichen? Es kommt mir bekannt vor, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. So, ja, wir haben hier Leute, wir haben Hund. Hund? Au, au, was? Dieser sieht aus wie ein Bob. Sein Fell ist puschelig. So, da haben wir auch schon den Bob und dann reden wir mal ein bisschen mit den Leuten noch. Anscheinend kommen viele gar nicht hierher, um den Geysir zu sehen, sondern sie wollen nur mit den Waschzubern fahren. Ich gehöre ehrlich gesagt auch zum Letzteren. Okay. Ah, also, vor ungefähr 200 Jahren war der Toda-Geysir. Dies ist die einzige heiße Quelle in Silverand. Früher konnte man schon in dem Wasser baden, aber es ist ein neuer Geysir ausgebrochen und seitdem ist das Baden verboten. Der Toda-Geysir, das Balakraft-Mausoleum und Asgard, die Stadt der Ruinen, sind als die drei großen Touristenattraktionen bekannt. Wenn die Designs nicht wären, würden wir unsere Reisen wie einen Urlaub genießen. Ich hoffe, ich krieg die Stimmen auch sehr authentisch hin. Mister, ich wollte doch mit denen dann noch reden, nebeneinander. Vom Schild ablesen können wir selber. Was steht da auf dem Schild? Der Toda-Geysir. Vor ungefähr 200 Jahren. Ah, okay. Willkommen. Benötigt ihr irgendwelche Items? 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 Nö, brauchen wir nicht. Vielen Dank, bis bald. Selbst wenn man in der heißen Quelle baden dürfte, würde das niemand tun, da hier zu viele Leute sind, die einen anstarren würden. Ja, aber das ist doch gerade der Reiz dabei, die Spannung und so. Ich untersuche gerade, ob man das heiße Wasser aus dem Geysir nicht auf irgendeine Art und Weise verwenden kann. Er scheint aber noch zu keinem Ergebnis gekommen zu sein. So, umgesehen und da oben gucken wir uns mal diesen verdächtigen Stein an. Ich muss nur meine Magie einsetzen und das Ding stoppen, richtig? Ja, und solange der Geysir erstarrt ist, gehe ich über die Felsen zur anderen Seite und hole die Statue. Das Eis, das ich mache, wird vermutlich nicht länger als 30 Sekunden halten. Verstanden. Lloyd, sei vorsichtig. Geh kein Risiko ein. Auch meine Heilkünste haben ihre Grenzen. Unterdrück den Drang, angeben zu wollen. Sei vorsichtig. Icicle! Bewege dich in die Richtung, die ich dir sage. Machst du drei Fehler, wird das Eis schmelzen. Also mach keine Fehler, okay? Ja, genau. Das Eis reagiert darauf, wie viele Fehler ich mache. Super. Viel Glück, Lloyd. Ich darf also einfach keinen Fehler machen, richtig? Überlass das mir. Also gut, los. Also gut, los geht's. Oben. Links. 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 Oben.
Ziel erreicht. Du bist unglaublich, Lloyd. Ich wusste, wir können uns auf dich verlassen. Okay, dann lasst uns zurück zu dem alten Mann gehen. Wir haben die Spiritua-Statue. Woo! Sind wir gut oder was? Gut, dann war's das auch schon hier. Wir haben uns ja schon alles angeguckt. Nochmal einmal speichern und zurück mit den Waschtubern. Rain wird sich freuen. Wem es übrigens aufgefallen sein mag, also es ist zumindest mir mal aufgefallen, so nebenbei. Im Englischen scheinen sie Professor Sage, also ihren Nachnamen, die heißt ja Rain Sage, so wie Genius auch Sage mit Nachnamen heißt, zu heißen. Also, würde man ja auch eigentlich in Deutschland eher den Nachnamen benutzen und sagen Professor Sage. Das scheinen sie in der deutschen Übersetzung nicht gemacht zu haben, da benutzen sie aber den Vornamen Professor Rain. Aber eben in der englischen Synchronisation, habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter gehört, sagen die auch Professor Sage. Ich glaube, am Anfang hat mich das ziemlich durcheinander gebracht. Aber, nachdem ich dann diese glorreiche Eingebung hatte, wo laufe ich hin? Habe ich das auch verstanden. Nee, nur so kurz als kleines Nebenbei-Informationsgedingse. Und natürlich war wieder klar, dass wir auf Monster treffen. Ich denke, das lässt sich auch nicht vermeiden. Die Story geht ja trotzdem ganz gut voran, finde ich persönlich jetzt. Und von daher... ja. Du gehst jetzt mal weg hier, du fette Raupe. Bin ich diskriminierend Raupen gegenüber, aber das geht ja mal nicht hier. Da war anscheinend ein Dreier-Hit am Ende oder irgendwie ist halt so ein kleines Gespräch. Ich weiß nicht, wann die zustande kommen. Das passiert nämlich schon mal, dass die dann halt am Ende wirklich so ein kleines Gespräch führen. Ich glaube, das ist, wenn drei zusammen irgendwie beim letzten Schlag beteiligt waren. Weil ansonsten sagt immer der beim letzten Schlag gemacht hat. Keine Ahnung. No talk, no action oder sowas, glaube ich, sagt Genius schon mal. Wenn ich das nicht richtig im Kopf habe, finde ich auch ganz schön gemacht, so atmosphärisch auch. Einfach weil das dann irgendwie lebendiger wirkt. Weiß ich nicht. Aber, ne, so ist es halt und dann kommen auch so lustige Sachen mal raus. Das wird auch im zweiten Teil noch was anders, weil das da wirklich dann auf Deutsch vertont ist. Stehe ich mit gemischten Gefühlen gegenüber, aber da sind wir ja nicht. Wir sind ja gerade im ersten Teil, also... Lassen wir Gespräche mit dem zweiten Mal weg. Genau, hier so wie gerade, just as I expected, also wie ich es erwartet habe. Sagte Lloyd gerade. Da ist er schon. Ich hatte das Gefühl, dass das letzte Mal weiter weg war. Naja. Gut, dann können wir das jetzt abhaken. Wir sind ja noch beim Story voranschreiten, aber die paar Kämpfe machen da nichts. Ich glaube, das wollte ich gesagt haben und dann wurde ich wieder unterbrochen und dann habe ich das wieder vergessen und so. Was tut man nicht alles für die Wissenschaft? Aber es ist trotzdem anstrengend, zwischen Asgard und Permacosta zu pendeln. Oh, ja, ich bin Satz nicht zu Ende gewesen. Will die Sachen, die hier herumliegen, keiner mehr haben? Scheinbar nicht, mein Freund. Scheinbar nicht. Na, Schnapsnase. Zumindest sieht er so aus. Oh, das ist wirklich die Spiritua-Statue. Gib sie mir. Ich habe die Stimme leider vergessen, die ich bei dem eingesetzt hatte, weil also... Es tut mir leid, aber wenn ihr könnt nicht erwarten, dass ich dann einen Charakter, der mal einmal auftaucht und dann plötzlich wieder dann noch die gleiche Stimme hat. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Naja. Oh, das ist wirklich die Spiritua-Statue. Gib sie mir. Im Tausch gegen das Buch der Erneuerung. Ich weiß, vergesst aber nicht, dass ihr es nur ansehen dürft. Aha, wunderbar. Ihr könnt jetzt so oft in das Buch der Erneuerung sehen, wie ihr wollt. In Ordnung. Lasst uns sofort anfangen, es zu lesen. Es ist in einem sehr alten Stil verfasst. Was steht darin geschrieben? Das ist ziemlich viel Text.
Colette, bitte lies nur die Stellen laut vor, die die Siegel betreffen. Okay, ich lasse die unwichtigen Stellen aus. In einer vergessenen Stadt züngeln die Flammen. Tief versteckt in den Wolken des Wüstensands erhellen sie die Dunkelheit. Reines Wasser fließt und überschwemmt ein einsames Land, wird zu einer Säule und regnet herab vom Himmel. Leiser Wind, vergessene Stadt, die Welt ist verschlossen in einem Steinsiegel, lauert das Böse, getarnt als heilige Kraft. Glitzernd, die Gipfel der Götter betrachtend, die Säulen der Welt preisend, von der Spitze des Turms der alten Götter. Zwei riesige, der Rest ist unleserlich. Dann wissen wir nicht mal, wie viele Siegel es noch gibt. In der Tat. Die züngelnden Flammen am Anfang müssen das Siegel des Feuers sein, richtig? Was bedeuten die anderen Stellen? Reines Wasser fließt und überschwemmt ein einsames Land, wird zu einer Säule und regnet herab vom Himmel. Das bedeutet wohl, dass sich das Siegel des Wassers am Todergeisir befindet. Das Siegel des Windes muss die Asgard-Ruine sein. Wenn wir nach Asgard reisen, sollten wir in der Lage sein, einige Hinweise darauf zu finden. Was ist mit die Gipfel der Götter betrachtend, die Säulen der Welt preisend? Das ist wahrscheinlich der Turm des Mana. Von dort aus kann man die Berge um den Turm des Heils sehen. Das wird also wahrscheinlich der Gipfel der Götter sein. Aber welches Siegel ist damit gemeint? Ich weiß es nicht. Oh, nun. Es ist auch egal, wenn wir wieder willst. Es ist auch egal, denn wir wissen ja jetzt, wo die Siegel sind. Wir sollten aufbrechen. Danke, Opa. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Kommt wieder, wenn ihr es euch noch einmal ansehen wollt. Weil es improvisiert ist, ja egal. So, das haben wir. Dann gehen wir mal zurück zum Todergeisir, würde ich sagen, wenn das Siegel des Wassers ist. Dann kommen wir auch mal endlich zum zweiten Siegel. Man kann sich das ja kaum vorstellen. Wir sind jetzt schon fast bei Folge 30, glaube ich. Oder keine Ahnung, und haben gerade mal ein Siegel fertig. Kann ja wohl nicht sein. Da müssen wir jetzt aber mal hier ein bisschen Gas geben. Sag mal, Genius, habe ich letztendlich doch einen Fehler gemacht? Sprichst du von Schokolad? Ja. Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, sie wird es eines Tages verstehen. Das hoffe ich auch. Ja, es wäre wünschenswert. Oh, ach du meine Güte. Ach, ich hasse diese Viecher, weil die, ich glaube, sie sind vergiftungsfähig oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die können vergiften. Das ist natürlich nicht schön. Ja, da haben wir es doch. Mach ihn kaputt, schnell. Genau, damit können wir dann nämlich schnell... Ach, meine Fresse. Ich würde mal... genau, also bei diesen Kämpfen hier würde ich mal vorschlagen, wir changen mal Colette mit Rain. Dann kann Rain hier so ein bisschen heilen. Genau. Dann kann Rain hier so ein bisschen rumheilen und dann auch mal ein bisschen halt. Gucken wir mal, wie die sich so anstellt. Dann können wir auch mit der rumlaufen, warum nicht? Wir lassen ihr allerdings nur Force Field, Recover und First Aid. Aus genau diesen Gründen. Die kann nämlich nichts anderes. Und im Nahkampf ist sie auch nicht wirklich gut, wie wir gesehen haben. Deshalb, liebe Rain, wirst du leider nur so da sein. Du wirst uns ab und zu heilen, deswegen werden wir wahrscheinlich keine KP-Probleme haben. Aber, naja. One right after another. So, ja, Rain ist jetzt einfach da und steht da quasi rum, würde ich mal behaupten. Und sobald wir verletzt werden, so wie jetzt gerade, und zwar richtig heftig, macht sie dann halt mal ein First Aid oder so. Ah, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Die ähneln auch so, also anderen Viechern aus anderen Spielen, die genauso blöd sind. Ich weiß nicht, die mit ihren Serienangriffen, da kann ich ja gar nicht ab. Genau, naja, das ging jetzt noch, war kein Serienangriff, aber... So, weg mit dir. So. Gut, dann haben wir das auch.
Eine Heilerin, ein Magier und zwei Nahkämpfer im Großen. Ist es eigentlich ganz gut so, wenn die Nahkämpferin eben noch was könnte. Die Heilerin. Ansonsten ist sie nämlich nur eine Heilerin und ist ein bisschen unnötig. Weil Kratos zur Not ja auch heilen kann.